Und voll viele meinten, dass wir die Stühle geklaut haben. Egal, ich erzähle es euch kurz. Aber es sind schon viele. Ich kann euch das mal zeigen. Das macht nämlich auch voll Spaß, das so einzurichten. Wir haben endlich das Paket bekommen mit unseren Tellern. Ein richtiger Stuhl. Auto ist auf jeden Fall voll. Und die Kommode, die ich gestern schon bestellt habe, ist die hier. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wieder aus Krems. Ich habe eben gerade meinen letzten Vlog aufgehört und dachte, ich filme direkt weiter. Voll viele von euch finden es so interessant, die ganzen Umzugsvlogs und wie ich jetzt die Wohnung einrichte langsam. Und ich hatte euch mal auf Instagram gefragt, was ihr genau hier hinstellen würdet. Weil ich hatte eigentlich überlegt, hier noch so eine Schlafcouch oder so hinzumachen. Wir haben eigentlich eine andere Couch. Und ich brauche eigentlich echt Platz auch für meine Uni-Sachen. Ich denke, das wird auch nicht so wenig. Und für so YouTube-Sachen. Deswegen stelle ich mir wahrscheinlich jetzt hier eine Kommode hin und hier drüber so eine riesige Blumenvase mit so Fake-Blumen. Das haben mir voll viele von euch geschrieben. Und ich finde das voll die gute Idee, weil ich fände es halt voll schade, wenn ich da jetzt direkt ein Regal davor stellen würde. Und außerdem kann man da irgendwie, glaube ich, was voll Cooles draus machen. Die Vase muss halt wirklich riesig sein, damit das da so ein bisschen zur Geltung kommt. Und dann hier einfach so eine Vintage-Kommode. Ich muss noch eine coole raussuchen. Und ich plane gerade das Innenleben von meinem Kleiderschrank. Ich zeige euch das mal. Ob das so bleibt, ist die andere Frage. Der Kleiderschrank bei uns im Schlafzimmer ist schon genauso, also von den großen Korpussen her, also diese Schränke. Ich will es einfach nur anders eingeteilt haben und habe mir überlegt, dass es so eigentlich ganz gut wäre. Kann euch das mal zeigen. Das macht nämlich auch voll Spaß, das so einzurichten. Ich habe hier so Schuhregale, dann hier so ein Regal für meine Taschen, dann vor ganz viele Stangen, damit ich meine Kleider hinhängen kann. Das habe ich hier zu Hause auch so und das finde ich mit am praktischsten. Dann sowas für meine Unterwäsche. Noch so ein paar Sachen, da kann ich irgendwie so Sportklamotten oder so Schlafshirts und so reintun. Und seitlich so ein Minischrank, der ist halt auch schon da. Und da will ich einfach noch eine Schublade mehr und grob soll das dann ungefähr so aussehen. Ich muss gleich nur drüben mal schauen, was wir alles schon haben und was wir noch brauchen. Ich habe mir mal so eine Liste gemacht und hakt es dann gleich ab oder schreibt dahinter, dass wir das noch holen müssen. Ich zeige euch das jetzt mal. Komm, wir machen das zusammen. Nur damit ihr euch nicht wundert. Das coolste Zimmer von allen. Ja, dein Zimmer. Du hast halt hier mega viel Platz für Schränke und so. Das Ding ist, der große Schrank drüben ist mein Schrank. Und der Finn hat hier einen Schrank und stellt sich dann hier noch einen Schrank hin. Aber ich meine, das reicht ja auch für deine Sachen. Meine bescheidenen. Du hast gesagt, alles passt in deinen Koffer rein. Hast du jetzt all deine Klamotten mitgenommen? So drei Viertel. Und das ist drei Viertel? Andere Seite. Also wenn das ein Dreiviertel ist, dann ist es echt berechtigt, dass ich den großen Schrank bekomme. Vielleicht eine Hälfte. Und der Schrank ist dann meiner eigentlich. Ich gucke jetzt mal. Ich habe hier halt eine Schiebetür. Die ist halt ultra unpraktisch, weil ich komme nicht an das hintere Regal richtig dran. Von beiden Seiten komme ich gerade zur Hälfte zu dem Regal. Und deswegen werde ich das auch einfach austauschen. Also da kommen einfach normale Schranktüren hin. Und hier kommt auch eine Schranktür davor. Ich mag das nicht, dass es offen ist. Gerade wenn ich da so Krimskrams verstaue, ist ein bisschen doof. Und ich verstehe nicht, warum wir als Einzige so Glastüren sind. Also ich werde einfach überall diese Türen haben. Ich will einfach, dass es einheitlich bleibt. Ich kann euch das mal von der Aufteilung zeigen. Ich kann da auf jeden Fall vieles übernehmen, aber ordne das einfach neu an. Ich schaue jetzt einfach mal. Okay, ich hab's, es fehlt doch noch ein bisschen was. Wir werden die Tage immer zu Ikea fahren und so große Teile uns dann liefern lassen. Wahrscheinlich brauchen wir eh noch einen Schrank und wir gucken mal, wie wir es machen. Aber ich hab's schon mal. Der Finn bringt gerade diese Griffe an, damit wir die Schränke auch ordentlich aufmachen können. Schaut mal, wie das schon aussieht, voll gut. Also, ich habe das einfach grob schon mal eingeräumt. Und wie läuft's? Läuft. Und es regnet heute, also es ist irgendwie trotzdem voll der Vibe, voll angenehm. Ich habe jetzt auch meinen Pulli drüber gezogen und es passt. Wir wurden gerade vom Postboten geweckt, aber es ist in Ordnung, weil wir haben endlich das Paket bekommen mit unseren Tellern.
passend übrigens zu den großen Schalen. Die habe ich im letzten Vlog gezeigt, aber wir haben jetzt endlich Teller. Und zwar so Pasta-Teller, kleinere Teller, größere Teller und Müsli-Schalen. Und vor allem, da kommt noch die Hälfte. Die Hälfte wird nochmal nachgeliefert. Also haben wir alles 8-mal. Aber die sehen so schön aus. Die sind handgefertigt. Deswegen sehen die alle ein bisschen unterschiedlich aus. Das ist übrigens von Nutella Mio, von der Marke. Die haben so schöne Sachen. Ich bin gerade so happy. Übrigens, diese Teile habe ich von Ikea. Das ist so praktisch. Kann man die Teller und so halt so sortieren. Ich habe mich jetzt mal fertig gemacht und ich wollte euch mal updaten. Und zwar, wir hatten die Stühle, also okay, ist ein bisschen komplizierter. Ich habe das gerade auf Instagram gepostet und voll viele meinten, dass wir die Stühle geklaut haben. Egal, ich erzähle es euch kurz. Als wir die Schlüssel bekommen hatten, stand halt voll viel Müll und so voll viel Zeug unten bei uns im Garten. Und der Garten gehört halt uns und unsere Nachbarn. Und da standen halt auch zwei Stühle, die beiden, die halt wirklich auch ein bisschen abgeranzt ausgesehen haben. Ich bin gerade dabei, die sauber zu machen. Und wir haben uns die halt einfach genommen. Wir hoffen jetzt nicht, dass die irgendwelche Nachbarn gehört haben. Und die haben sich nur kurz rausgesetzt und haben die dann da stehen gelassen. Seitdem hatten wir die und das hat sich bis jetzt auch noch niemand beschwert oder so. Mir ist eben gerade eingefallen, dass die halt perfekt hier hinpassen würden, weil wir gerade auch dort noch keine Stühle hatten und wir immer unsere Schreibtischstühle genommen hatten extra. Oh, da sind Hasen. Ich mache die jetzt einfach ein bisschen sauber und stelle die dann dahin. Weil eigentlich sehen die voll schön noch aus und passen eigentlich ganz gut. Perfekt. Ich wollte euch mal kurz updaten und zwar, was genau in die Ecke kommt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier eine Kommode hinzustellen, dass man es trotzdem hier sieht und ich trotzdem viel Platz habe. Und die Kommode, die ich gestern schon bestellt habe, ist die hier. Keine Werbung, aber falls ihr die auch haben wollt, so heißt die von Home24. Fand die halt voll schön, weil die so ein bisschen vintage ausgesehen hat. Und das ist mein Plan. Die kommt sogar schon nächste Woche an. Also voll gut. Und gestern Abend haben wir dann auch die Sachen von Ikea schon bestellt. Also die Sachen für meinen Schrank und für den Finns Schrank und noch einen neuen Schrank und noch eine andere Kommode für ins Bad. Und das alles kommt auch nächste Woche. Ich filme einfach voll viel mit. Ich hoffe, euch gefallen so Umzugsvlogs und das interessiert den einen oder anderen. Ich persönlich schaue sowas halt voll gern. Der findet jetzt schon dabei, die ganzen Pakete klein zu machen, weil wir bald zu so einem, wie heißt es, Abfall? Nee. Wertstoffhof. Wertstoffhof. Wir haben halt so viel Zeugs von dem Bett vor allem und jetzt auch noch von dem Geschirr. Es kam einfach da drin an. Also. Auto ist auf jeden Fall voll. Ich koche gerade für uns, also ich mache eigentlich nur Nudeln. Das Wasser kocht jetzt langsam. Ich habe hier unsere neuen Teller verwendet, war cool. So eine fertige Tomatensauce habe ich jetzt auch genommen. Auf jeden Fall wollte ich euch mal zeigen, dass ich gerade so Holunderwasser selbst mache. Also ich habe einfach so ein bisschen braunen Zucker genommen, Zitronensaft, Zitronen klein geschnippelt, Wasser reingefüllt und so ein Holundersaft. Ein paar Eiswürfel kommen dann immer noch ins Glas und das schmeckt so voll erfrischend. Ich find's irgendwie voll cool. Wir waren gerade nochmal riesig einkaufen. Also es sieht gar nicht mehr so viel aus, weil der Finn schon ein paar Sachen eingeräumt hat. Wir haben einfach ein paar Sachen gebraucht und haben uns überlegt, was wir die Tage zu essen zusammen kochen und haben dafür viele Sachen eingekauft und haben auch jetzt zusammen so eine Einkaufsliste. Also per Notizen ist voll praktisch. Die kann man mit anderen Leuten teilen und dann haben wir beide Zugriff drauf und haben die ganze Zeit da drauf geschrieben, was wir noch so brauchen. Wir waren auch noch in so einem Deko-Laden und ich habe so eine Form geholt. Ich dachte, es wäre voll praktisch, wenn ich mal irgendeinen Auflauf mache oder so. Da hätte ich mal voll Lust drauf. Wir machen heute Abend Wraps. Aber was ich noch interessant fand, was ich euch noch zeigen wollte, und zwar habe ich letztens mit Freundinnen so
Frühlingsrollen selbst gemacht. Es ging relativ einfach und hat mega lecker geschmeckt, vor allem auch so als Snack oder wenn man mal nicht so viel Hunger hat. Und die kann man perfekt auch mit diesen Glasnudeln füllen. Fand ich irgendwie cool. Wir haben jetzt alles vorbereitet für Wraps und das sieht ja so lecker aus. Wir haben sogar noch ein bisschen gekocht. Das kommt jetzt alles da rein. Ja, sieht cool aus. Der Spiegel sieht voll schön aus, oder? Hey Leute, heute ist Montag und wie man sehen kann, voll das Mess, aber ich habe gerade Pudding gemacht und irgendwie ist es ein bisschen schief gegangen. Also das war mein erster Versuch und der ist so flüssig und der steht schon so seit 10 Minuten da. Und der Schokopudding war dann mein zweiter Versuch und deswegen habe ich auch gecheckt, dass das hier nichts war, weil der viel fester ist. Also der war direkt fest und dann habe ich einfach nochmal Vanillepudding gemacht. Der ist jetzt auch fest, also ich habe keine Ahnung, was ich bei dem falsch gemacht habe. Und der Mülleimer ist heute angekommen für Plastik. Wir haben jetzt erst nur so eine Plastiktüte da die ganze Zeit gehabt. Ich finde die voll schön. Die habe ich einfach auf Amazon bestellt. Wir haben hier zwar Müll, aber das ist nur Papier und Bio. Und Plastikmüll hat man ja eigentlich am meisten. Was wir sonst noch so neu haben, und zwar noch so kleine Schälchen von unserer Geschirrmarke, also Motel Amio. Auf jeden Fall waren wir in Wien und sind dann da ein bisschen rumgelaufen und haben einen Store von der Geschirrmarke gefunden. Das war halt voll zufällig und da haben wir noch diese kleinen Schüsseln von unserem Set gefunden. Wir haben nämlich nur die großen und haben die dann auch mitgenommen. Und noch so durchsichtige von Ikea einfach. Und wir haben Tassen geholt und zwar auch von Ikea. Die sind so geriffelt. Sind eigentlich voll schön.